witzig gemacht. Ich bin aber auch ehrlich, ich fand es recht teuer. Ja, halbe Stunde 27 Euro. Das ist auf jeden Fall der größte zusammenhängende Warenkomplex. Daher kommt der Nasias, weil dort früher immer die Frauen. Ja, wir fahren jetzt hier in das Kehrwiederfleet. Das ist meiner Meinung nach das schönste Fleet in der Speicher. Scheidungswagen, je nachdem, was man halt feiern mag. Um 14 Uhr etwa und dann wird das Schiff den Hamburger Hafen verlassen. Ne? Ihr seht auch die Containerbrücken, die sind schon hochgeklappt. Das Schiff, das wird jetzt bald den Hamburger Hafen verlassen. Aber irgendwo muss das Zeug doch herkommen, ne? Finde ich. Kann man sich immer ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ne? Übrigens, diese Schiffe oder alle Schiffe, die hier in Hamburg festmachen, die zahlen ein Liegegeld. Ne? Und ich sagte auch, wenn ihr mal ganz ehrlich seid, ja, dann tragt ihr doch auch dazu bei. Denn, ja, wer kennt das nicht? Bestellt sich zwei Paar Schuhe, schickt eins zurück, bestellt der bei 18 Meter hoch. 100.000 PS etwa. Das sind alles Dimensionen, kann man sich kaum vorstellen. Ja, eher weniger. Wir haben heute auch ein Schiff. Hier im Vorhafen. Angeführt wird das von Rotterdam, 14 Millionen. Dann Antwerpen, dann Hamburg. Vielleicht mal als Vergleich, die größten Häfen der Welt, das sind Singapur und Shanghai. Ja, Singapur liegt bei 37 Millionen, Shanghai. Joa, Steuerbordseite, Containerterminal, toller Ort, älteste Containerterminal im Hamburger Hafen. Jährlich werden hier 1 Million Container umgeschlagen. Insgesamt. Steuerbordseite Richtung Nordsee geschaut, am Horizont, ganz schwach zu erkennen, aufgrund des Regens, also achtet auf die digitalen Anzeigen. Euch den Gefallen, steigt nicht in so eine gelbe Fähre ein, weil ihr denkt, die fährt zu König der Löwen. Ja, das ist Werbung. Das blaue Schiff, das fast alle im Bundestag. Und dort hinter, parallel gelegen, Hamburgs Partymeile, die Reeperbahn und die Herbertstraße. Unbemalte Häuser. Diese Häuser, die waren alle mal besetzt. Viele meiner Kollegen, die fahren wirklich nur große Schiffe, die mögen das gar nicht per Kasse zu fahren. Aber erstmal liebe ich. Ansonsten an den Landungsbrücken, hier fahren auch unsere Crew. Geht übrigens ab 1,40 Meter. 18. Das könnten jetzt fast die Minuten sein. Ist es nicht. Ja, das ist. Machen wollt, dann könnt ihr gerne den mittleren Mast hochklettern. Und zweite Besonderheit im Schiffsinneren sind Eskalierungsmast. Ne? Von hier haben wir abgelegt. Dort werde ich später wieder anlegen. Das ist das älteste Museumsschiff am Hamburger Hafen. Aktuell die Eiskönigin, die kann ich nicht empfehlen. Dort wie war ich im gelben Zelt. Erzählen Sie.
56 Treppenstufen Huckepack hinauftragen. Das nimmt die wird verkauft, das ist kein Witz, ja, für 11,2 Millionen Euro. Ansonsten die anderen 43 Eigentumswohnungen, Quadratmeterpreis im Schnitt. Habt ihr schließlich auch Fassade für bezahlt? Geplante Baukosten waren 77 Millionen Euro, die sollten durch Spenden finanziert. Das wird die Hafen City vom alten Kai-Speicher. Früher wurde dort. Sprich, in Tschechien heißt dort gar nicht Elbe, sondern Labe. So, Backboard geht's Richtung Tschechien und Steuerbord von hier aus gesehen, ziemlich genau, ja, 100 Kilometer, dann würden wir auf der Nordsee gelangen. Das machen wir heute mit diesem Wurstwagen hier, garantiert nicht. Ja. Das dauert knapp 10 Stunden und wie gesagt, ich habe heute eigentlich frei und wenn ich jetzt noch 10 Stunden unterwegs bin, plus 10 zurück, dann kriege ich zu Hause richtig Ärger. Das, MSC, dicht gefolgt von Maersk. In Hamburgs neuesten Stadtteil, ja, das ist die Hafen City. Fertigstellung der Hafen City irgendwann nächstes Jahr, zumindest geplant. Ja, in der Hafen City ist alles anzufinden, ne, was ein Stadtteil braucht, angefangen haben von U-Bahn-Haltestellen, Büros, Wohnungen, Restaurants, einer Universität oder mehrere Universitäten, sogar gibt es kleine private noch. Bis hin zur Elbphilharmonie, ne? Stadtmuseum, Deutsches Zollmuseum, Dialog im Dunkeln, Automuseum, Gewürzmuseum. Ganz neu ist das Popcornmuseum. Das ist bestimmt richtig spannend. Dann haben wir hier Steuerbord oben. So, das hat geklappt. Das ist ein Traum heute hier mit uns. Backboard, Maritime Museum. Hier sind der paar tausend Schiffsmodelle vom Peter Terme ausgestellt. Ja, auch hier wollte man echt viele Stunden. Ja, dann kommt jetzt auch gleich die schwierigste Kurve. Also einmal nochmal die Tür. Ist übrigens ein Hamburger Brauch, dass man seinen Partner hier unter küssen soll. Dann kannst du fahren. Aber ich denke, das kriegen wir hier gemeinsam ganz gut. Und wir werden jetzt über Steuerbord drehen. Ich werde in das kleine Fleet reinfahren. Wir werden in so einen Tunnel reinfahren. Wie alt ist das? Steuerbordseite, habt ihr hier so Treppen, ja, die gehen zum Wasser runter. Das war mal eine Toilette. Hier haben wir.